Also in der mittelalterlichen Stadt gab es unter anderem verschiedene Bevölkerungsschichten, unter anderem die jüdische Bevölkerung, dann die einfachen Leute, also die bürgerlichen Stadtbewohner, die Unterschicht, also die Bauern und die Handwerker, die Patrizier und halt noch den Stadtadel. Und die jüdische Bevölkerung wurde ausgegrenzt, nachdem sie, erst waren sie halt sehr angesehen und dann hat man, dann gab es halt Streitigkeiten und da deshalb wurden die dann ausgegrenzt, sie mussten sich markieren, also sie mussten entweder einen gelben Fleck oder an der Kleidung haben oder einen spitzen Hut tragen und die wurden auch umgebracht. Und warum sie als erstes so ein hohes Ansehen waren und dann halt, sie sind praktisch immer weiter abgesackt, da halt sie oft mit dem Steuern halt Geld gemacht haben und das kam halt bei der Bürgerschicht nicht gut an, weil sie halt immer mehr Schulden hatten und dann haben sie sie irgendwann getötet und die irgendwann durfte auch nur noch die jüdische Bevölkerung in den Ghettos leben. Das sind dann so, die sind sogar mit Stadttoren abgegrenzt und das sind bestimmte Straßen und da wird ganz dicht für die Juden gebaut. Ja, und in der Stadt wurden außerdem wurde die gut gesichert, da wenn die Stadt ein Befestigungsrecht hatte. Und außerdem gab es noch das Marktrecht und das war halt sehr wichtig, weil dann konnte man noch Händler locken, die dann vielleicht länger in der Stadt blieben und Geld halt gezahlt haben und auch ihre Waren halt preisgegeben haben. Und darum, was leider nicht möglich war, Münzen untereinander auszutauschen, weil die jedes Mal unterschiedliche Münzen gedruckt haben. Und das durfte man aber jedoch nur, wenn man das Münzrecht hatte. Und außerdem gab es noch das Bürgerrecht. Das hat man erhalten, nachdem man ein Jahr zuerst von einem Diener, von seinem Herrn geflohen ist und dann halt nicht zurückgerufen wurde. Und dann nach einem Jahr, wenn man dort lebt, ist man dann frei. Also man kann nicht mehr zurückgefordert werden. Und das ist das Bürgerrecht. Und dann außerdem gab es die Unterschicht, die war halt im Handwerk meistens oder als Bauer tätig und im Handwerk, da gab es viele Spezialisierungen und die Spezialisierungen, also es war das Zunftwesen und dort gab es nur eine bestimmte Anzahl in jeder Stadt, die wurde vorgegeben und auch beim Bäcker jetzt zum Beispiel, da wurden die Zutaten für Brot oder ähnliche Sachen halt vorgegeben und deswegen hatte man eher wenig Freiraum und Fantasie und ja.